Diese Burschen, Alter, wir müssen jetzt Gas geben, Alter. Das Dream fängt gleich an, Alter, und wir haben noch immer nicht alle Sachen beieinander. Wir haben nach wie vor kein Christbaum, Alter. Wir brauchen ihn warm. Aber so haben wir jetzt noch halbwegs beieinander, aber im Baum, wir Alter. Fahren einfach und schauen, ob wir ihn finden, okay? Ja, passt. Geht schon. Geht schon. Hey, ich brauche jetzt keine Wurzeln, wir brauchen einen Baum, Alter. Na, starten wir mal! Kannst du aber kein Zähler machen! Steht wie ist der Plan im Baum? Der Plan ist jetzt, wir haben sie in den Wald und planen sie einen Baum, Alter. Okay, danke, Gregory, Flugdrohnenfahrer. Das heißt, wir machen das eher illegal, oder was? Wir da viel rauffahren, das dann. Machen wir das also illegal? Wir machen alles illegal. Es gibt beim Jason King gar nichts Legales auf dieser Welt. Das war wahr! Eins sage ich, American Dream ist mit dem Christbaum ganz leicht. Da gibt es die depperten blauen Amerikaner, die was ganz viel Lichter aufstellen und alle möglichen ein Haus dekorieren. Da gehst du einfach in der Nacht hin, die haben meistens einen Baum direkt vorm Haus stehen, hin, zack, anschneiden, wegrennen, fertig, haben wir schon. Okay. Aber da bei uns geht das nicht so. Da müssen wir in den Wald fahren. In Austria, America first, but Austria firster. Also ab zum Fürster. Explodiert. Ein Mobbelgang! Ein Mobbelgang! Wir kommen noch nicht zur Weihnachtsfeier! Da die nächsten! Schau mal, das gibt's ja nicht. Wir finden da keinen. Wir machen es, ich sag's euch, wir machen es einfach wie in Amerika. Wir fladern einfach an. Schau mal, wo ist da einer? Da! War da! Ja, da! Da ist einer, Leil, und den holen wir sie! Schnell, schnell zum Um und darf keiner sehen. Start da! Diesen will keiner! Nein, der ist groß, den da oben, den da oben, den da! Sag's, den da! Weg da! Wir haben einen Baum! Wir haben einen Baum! Schnell, Dachs! Zum Auto! Zum Auto mit dem Baum! Aufs Dach hier rauf! Für zwei, Alter, die sehen uns, da vorne brennt ein Licht. Wart! Gib mir's um, da! Damit er nicht unterfahren wird! Jason, wie es grennt, haben wir einen gescheiten Baum. Ja, gut, Alter, gut, gib mir da! Du weiter, Alter! Das halt, das halt! Ja, schnell rein, Dachs, wir fahren! Schnell! Weg, weg, weg! Alles was geht, 5000 am Regen. Oh, da ist Licht da, lass uns keiner sehen. Servus, Leil, sind wir schon live? Ich sitze da auch da, warte glaube ich schon 2 Stunden. Der Jason, die anderen sind alle noch gar nicht da. Wann war er? Jason! Wann war er? Wir kommen schon! Jawohl, wann war er? Wir sind da! Endlich! Es wird aber Christbaum mitgebracht! Servus, grüß euch alle miteinander! Da, holt sie mal! Da ist ein Baum daher! Da, verschrauft den an im Baum da! Bist du deppert, der Stich! Geleg, jetzt nimm mir nicht einmal ein Kreuz! Herzlich willkommen, liebe Moped-Freunde, hier bei der Buchmaxi Weihnachtsshow auf Riebenzein Kanal. Grüß euch, Leon. Wir machen heute eine mega geile Mofa-Werk Weihnachtsfeier. Der Baum wird schon angeschrauft. Wir haben ein volles Programm, gell? Wir haben so viel vor, ich weiß gar nicht, mit was fangen wir alles an. Wir werden einmal den Baum schmücken. Ja. Dann haben wir von dir was Spezielles, Riebens? Ja, ich habe schon mein 2020 Jahresrückblick YouTube-Video zusammengeschnitten. Das werden wir heute exklusiv da oder in den Stream, bevor es dann wirklich online kommt, am 30. Dezember heute schon mal anschauen, alle gemeinsam. Jawohl, sehr geil. Wir schauen sie eben das 20er Jahr noch einmal an. Wir haben ein paar Spüle mit dabei. Es wird das legendäre Würstel-Wettessen geben. Wir haben sogar ein Schwedenbomben-Wettessen geplant.
Was machen wir noch alles, Riebens? 1000 verschiedene Stamperlrunden wird es zwischendurch von uns geben. Dann haben wir auch noch die Jason King Weihnachtsmann Geschenksübergabe. Der kommt halt auch noch, der Weihnachts-Jason King. Jawohl. Es wird einen Haufen Gewinnspüle geben. Es sind für alle Geschenke da. Rucht's zu, Burschen. Wir haben so viele Geschenke und für euch da draußen auch. Aber eins fehlt uns jetzt noch, Leon. Wir haben noch einen Spezialgast. Und zwar unseren Old Dog, unseren mehrfachen Staatsmeister, weltbekannt. Hier ist unser Ottmar! Maxi Feier. Ja, grüß dich, Alter. Ja, tschüss, ziege, du bist auch da. Jawohl, ich hab. Mann, du hast die ganze Ausser putzt, das. Na ja, aber ich hab jetzt eine eigentlich eine Überraschung. Ja, ja. Die Überraschung. Kommt, kommt ein bisschen Vierer da. Die Überraschung wird so ausschauen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das einmal genau an. Was ist denn das für ein Anzug da? Wann hast du das gemacht? Das war ein Buch. Erzähl den Leuten mal, von wo du das her hast. Das ist ein altes Stück von Buchwerksfadern. Das haben nur die prädestinierten Vertragsfahrer vom Buch bekommen. Und da gehörst du anscheinend dazu. Ja, freilich, ich habe immer noch. Ein Wahnsinn. Aber Jason, wie was haben wir in Alltag heute da? Was wird der heute? Der Alltag hat eine Spezialaufgabe und zwar, du weißt schon Bescheid, wir fangen mal an mit der ersten Stamperlrunde. Hau dich auf, wir schenken mal ein für ich uns. Ich will den Abend bringen mit den verschiedensten besten Getränken. Jawohl. Und wir führen euch da jetzt durch den ganzen Abend. Eins noch kurz. Weil wir da jetzt da mehrere Gläsern auf einen Fleck, macht sich nichts. Wir haben sie alle vorher noch testen lassen. Wir haben die Massentests jetzt bei uns gehabt. Also, wir sind safe und einen schönen Abend jetzt. So, fangen wir an mit Schmücken mal, oder? Ja, also, ich bin vorher schon angehört, glaube ich, wie ich noch was zum Trinken geben. Der Alltag ist ein Wahnsinn, der Verwendungszeit. Ja, bitte, tschüss. Ja, danke schön. Aufpassen, weil der Berger drüben uns ein bisschen ein leichtes Bier wird. Ja, ich bin ja da aufgewachsen. Ja, bis jetzt war da was, eher ein bisschen. So, das ist der Max Vektori. Zum Glück haben wir das eh geschenkt, was ich einmal gesagt habe. Was? Licht ins Dunkel sind wir gesponsert, Leon. Okay, das ist unser schöner Christbaum, oder? Was ist das? Ich glaube. Jason King, ich muss mich unterbrechen. Unser Baum ist jetzt fertig geschmückt. Jetzt müssen wir auftragen, auch, dass das schön ist. Ja, gib her! Jetzt gib her! Jeder von uns darf sich eins aussuchen. Okay. Das ist nur Zeit und Zeit. Aber nicht reinschauen, man muss nicht schauen, oder? Und dann noch nicht aufmachen. Also da sind Schnitzel drin. Alle gemeinsam dann. Da sind Schnitzel drin. Wie? Ja, okay. Gläser-King! Ja, die Idee, ich hab das Original. Dann kann ich ja meine Gewicke holen vom Design, oder? Frohe Weihnachten, alle wieder an! Verbringen. Ja. Da musst du ganz vor. Schaut euch das an, Originalbuch von damals. Passt ihm sogar noch. Ja, fast halt. Und doch, du musst die Geschichte aber natürlich auch Kastroll. Ja, aus Gold. Aus
Die da, die sind aus Gold da. Ja genau, das ist das. Das ist, sieht man das da? Das ist das Größte, ja, was wir erreichen uns können in unserer Zeit. Das setzt sich her und erzähl uns das. Du musst halt die Geschichte erzählen, wie du den Anzug vermessen gefahren bist. Ja, ja, genau. Nicht erzählen. Ich erzähle euch eine vorweihnachtliche Geschichte. Jawohl. Und zwar, wie ich ziemlich am Anfang bei Buch war, hat es auf einmal geheißen, 14 Tage vor Weihnachten, ich muss mit nach Italien Getriebe testen. Muss man sich vorstellen, 14 Tage vor Weihnachten. Mhm. Ja, dann sind wir nach Italien gefahren und dort sind wir im Bergamo, der Berg hat geheißen, das weiß ich heute noch, San Pellegrino. Und dort sind 10 Motorradler gestanden, dort hat es die Probleme gegeben, bei den Getriebe sind immer die Ziehkeile kaputt geworden, weil die Materialien waren da noch nicht so gut. Und da haben sie verschiedene Materialien gemacht und haben das einbaut und wir haben unten wegfahren müssen auf den Eselsteiger rauf, da über die Gebirgsteine da und haben eine treten müssen und aufziehen, eine Kupplung und ganz rauf, nur eine treten aufziehen. Und meistens ist dann oben die zu fallen, das ganze Zeug. Aber das haben sie wollen, das ist dann zerlegt worden, dann ist wieder anderes Material rein und so haben wir 14 Tage vor Weihnachten halt unsere Zeit in Italien verbracht. 14 Tage lang, oder was? Nein, Wochen hat das gedauert. Und am 24. bist du nicht mehr dort gewesen. Na, da war ich schon da. Aber das fällt mir halt so ein, weil vor Weihnachten war das und ja, da war ich, was weiß ich, 17, 18 Jahre alt. Ja. Und das war doch eigentlich ein tieferer Eingriff in die Vorweihnachtszeit. Aber scheint's Wetter war dort sicher. Naja, scheint's Wetter war nicht. Das war ganz oben, kann ich mich erinnern, war Nebelsuppe bis Bergamo. Okay. Aber was noch war, das ist ja ein Hoppala von mir. Wir, jetzt kommt's! Sind wir über Jugoslawien, da sind wir über die. Damalige Jugoslawien, gell? Weiß nicht, wie der Berg geheißen hat, da über die Dobratsch oder was ist so ähnlich. Kommst du um und da kommst du dann bei Triest, kommst du dann über die Grenze um. Und dort sind wir einmal stehen bleiben, haben wir einmal getankt und war so ein Geschäft, da bin ich reingegangen. Und hab hingesagt, weil ich nicht Italienisch kenne, ne? Hab hingesagt, sie haben so ein Gepäck dort gehabt und verschiedene Gepäcksorten halt. Ne? Und ich hab gesagt, oh, wie da so, denk, hat sie gesagt, ja, Bane! Scusi! Bane! Hat sie gesagt, nein, Bane haben wir gar nicht, das ist eine Bane! Nix Bane! Scusi! Ja, dann haben wir sie zusammengeredet und dann hat es mir das einmal gegeben, die ausgebrochen nicht. Hast du dann einen Mortadella mit Nutella gemacht? Ja, genau. Mamma mia, Mortadella mit Nutella! Mamma mia! Ja, und da haben wir halt unten habe ich viele Freundschaften, also mit italienischen Fahrern. Mit Rossi auch. Mit Rossi? Rossi war dort noch in die Winter. Nein, aber da haben wir viele Freundschaften. War eigentlich so, dass wir sich ja mit Hand und Fuß verständigen haben müssen und trotzdem sind wir irgendwie zusammengekommen oder haben wir nebenbei vorbeigeredet oder was. Aber wir haben sich ganz einfach gut verstanden mit Zeit. Das haut schon hin. Und war super, ja. Ja. Geil. Also wir haben da jetzt schon einen Wunsch gekriegt vom Ewald Holze. Ich meine, den wünschen wir sich alle schon, glaube ich, seit 10 Jahren. Ich meine, jetzt ist es noch ein öfter Jahr Range, ne? Dass der Old Dog neben uns wieder am Start steht. Ne? Was? Das steht da drin? Das wünschen wir sich alle schon. Ich hab da einen Hof gekriegt von Kevin, ich muss das vorlesen, gell? Sein Opa war früher bei den Rennen immer, wo du gefahren bist, der hat gesagt, du hast immer 15 Sekunden vor dem zweiten, wie der hinter dir war oder irgendwas oder da geschrieben. Und du bist dann den letzten von 3 Meter auf den Rücken gesprungen, stimmt das? Das stimmt auch. Das ist oft passiert. In Neuberg! Wir haben da der Ortsansässige von Hartberg. Da gerade im Raum sitzen. Ja, und jetzt machen wir weiter. Jason King, jetzt kommen wir zum nächsten Gewinnspiel, oder? Ja, Jason King, dass du noch ein paar Geschenke für mich mit hast. Ich bin extra hergefahren. Ein paar Geschenke da, ja. Vom weiten Osten. Jetzt habe ich mal ein Geschenk für euch. Passt auf da. Ich hole mir einen großen Sack. Zack, zack. Ich muss mal einen. Helf mir mal da. Kevin, wie mit Vornamen noch schnell. Ah!
Das ganz unten! Was ist das denn? Glück am Wasser, der Glück am Wasser! Was ist das? Ja, ja! Hoppe wieder! Hoppe! Ja! Jobs! Jobs! Jawohl! Jawohl, so da! Jetzt mal ein Glück aufgehen, da hätte ich unten gehen! Es war ganz schön weit unten! Bis zur Erdgerutzten aber kommen wir gegen! Oh, mein Hand verloren! In China! Wer will das aufmachen? Ja, geht schon! Jawohl! Ja, bist du dein Deppert! Oh ja! Alter, ist ja Mofa-Werk Uhr! Mit Mister. Da müssen wir zeigen auf Zeiten tun da. Jason King ist da drauf, Alter! Ich zeige euch nochmal das Desponat, oder wie sagen Sie es bei Exponat! Das Exponat, eine exklusive Mofa-Werk! Jason King Edition Uhr! Handgemacht. Wenn's wollt, sind auch noch mit Originalautogramm drauf. Exponat. Präservativ. 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 Ich sag mal Turbolader. Turbolader war hier. Drei ja. Stück. Kann passieren. Aber ja, bin ich leider nicht auf die Hausmesse gekommen, wie gesagt. Da haben wir das Dings nicht gehabt, das Würstelwettessen. Ich muss halt meinen Titel, hat mir der Taxi im 18er Jahr weggenommen. Und den Bier halt heuer wieder zurückholen. Ne? Okay, aber ich würde sagen, ich habe fast alles vorbereitet. Die Würstel sind schon fast am Kochen. Dax Factory, heute das große Duell. Dax Factory gegen Bambana 46 um den Titel vom Würstel-Wettessen 2020. Wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, also Vorbereitung. Weil ich schon seit 3 Wochen nur mehr Würstel. Aber was trainierst du mit dem? Jetzt sind wir schwerer zum Kauen sein, oder? Nein, ich habe von Tags eigentlich einen Geheimtipp erfahren. Irgendwie durch ein Foto, der macht das mit Knabbernossi mit Stabwort. Okay. Ja, ich bin immer wieder gesteigert, Knabbernossi. Dann, ja, so Bergwurz, oder wie heißt das? Kaminwurz. Kaminwurz, ein Ort. Extra nach 14 Tage triggert, ich war nachher das zweite. Und ja, jetzt am Schluss nachher bin ich bei einer Salami angelangt. Und ich glaube, ich bin bestens vorbereitet, Feinschliff, heute nachher noch in der Früh richtig gut Zähne putzt. Das ist auch wichtig, dass er im Mund ein gutes Gefühl hat. 10 Tage schliffen. Immer ehrlich gesagt mit einem Millimeter schreibe ich 10 Tage schliffen. Okay, aber ich würde sagen, wir reden nicht mehr lang. Tag später, unser Wettkampftisch. Ja, aber was sind die Regeln überhaupt? Ja, diese Uhr könnt ihr gewinnen. Wir starten jetzt da offiziell mit dem ersten Lauf. Man sieht ja gar nicht das Wildbuch. Zwei Läufe, Alter! Das ist der nächste. Also ich stelle euch jetzt einmal vor. Um das geht's. Also, Frankfurter, ein Spanner. Wer den einen Span auf die Schnelle... auf die schnellste Zeit essen kann. Und die Herr, also der Titelträger zur Zeit. Was tust du da? Zum 10. Mal jetzt? Derzeitige Titelträger, Dax Factory. Und der Herausforderer und ehemaliger Titelträger Bambana 46. Hey! So. Hey! Und jetzt, wer noch an dem Gewinnspiel teilnehmen kann, schreibt beim Jason King am Instagram-Beitrag eine, wer euer Favorit und wer der Gewinner sein wird bei diesem Duell. Also. Ja, schreibt irgendwas, ist ja wurscht. Genau. Schau mal. Amtierender Champ. Was schreiben die Leute? Es funktioniert wieder nur ein Ton etwas lauter drehen. Ich wollte gerade den Fernseher einfach lauter. Genau. Du musst dich anmelden, geht eh schneller, vor allem wenn du ein Facebook-Konto hast. Bla bla bla, wurscht. Okay, gut. Wir starten. Achso, dein Würstel ist noch ein Tag. Ich war beinahe ein Würstel in der Hand. Wie soll denn der starten? Also, okay. Wer gibt das Startkommando? Wer gibt die Startkommando? Achtung, fertig, los! Und der Gewinner ist wieder Tag Spender! Ja, Applaus für den Gewinner! Jawohl! Ja, man hat das wieder gesehen. Der Bambana hat sich nicht richtig vorbereitet. Ein bisschen. Ja,
Bamban hat sich nicht richtig vorbereitet. Er ist da dabei der Knabbernosse hängen geblieben, während ich mit einer Salami trainiert habe. Und ja, das hat sich geäußert. Zweiter Platz, Bambana, der erste Verlierer. Und ja, danke. Gratulieren musst du. Bravo! Kann man nichts machen. Bambana Party 6 trotzdem. Bambana Party 6. Von der Knabbernosse weggegessen. Die dickere Version. Genau, Bergsteiger. Ja. Eine extra Wurst, oder? Ja. Aber ich habe trotzdem brav gekämpft beim Banner 46. Alle einen Applaus für beim Banner 46. Wo fahren wir jetzt verlosen? Da weiß ich ja auch nicht. Im Mofa-Werk Co. Der Rachen muss zerreißen, gell? Ja, Stefan, ich hab keinen Sponsor zu zerreißen. Wenn da draußen. Wenn da draußen irgendein Raffenhersteller zuschaut, der uns jetzt einen Raffen sponsert, dann lassen wir den explodieren, okay? Dann lassen wir den Raffen explodieren. Aber nur, wenn wir einen kriegen. Was ist passiert? Warte mal, wir werden einmal. Was ist denn passiert? Ich bin im selben Training. Nein, wir werden einmal. Achtung, ich werde jetzt noch kurz für einen Sattelreiter, weil er nicht dabei ist, noch mal kurz einen Sattel reiten. Gehen wir kurz einen Sattelreiten machen. Achso, so reiten. Ja, weil er nicht da ist. Da ärgert er sich im Nachhinein. Schaut her, sieht man den? Ja. Der Stefan, schaut sich den. Sommerreiter hilft einfach hilft niemand! Jawohl, jetzt kommt der Jason King und reitet einmal die rein, wo ist der her, Alter? Du bist so ein Mann! Du bist so richtig, Alter! Du Vater, Alter! Jawohl, Alter, jetzt ist der ordentliche Eckrim! Das war nicht das nenne ich mal eine ordentliche Reiterei! Ich hab einen neuen Sponsor für den Reifen! So, aufgehört! Alter, ich will laufen, wir... Und schreibt alle in die Kommentare rein, wenn es den Raffen auf 3 Milliarden Kubik explodiert. Auf 3 Milliarden Kubik explodiert. Oh, warte, jetzt, wir sind da immer nicht am fertig, wir müssen noch verlosen. 1000 Milliarden, du bist gemeint. Du hast diese mega geile Box gewonnen, Alter, Gratulation. Jawohl, Zweitakter. Ich stelle die Box, ich bring's, Alter, Zweitakter, ich bring die schnell in Sicherheit, gell? Wenn du willst, lege dir ein Autogramm ein, schreib's dazu, wenn du ein Autogramm von uns alle haben willst, schreib's dazu. Legen wir da in die Box direkt rein, gell? Ich bring dich jetzt in Sicherheit, weil es könnte jetzt gleich eskalieren. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird, aber es könnte ganz schön viel jetzt passieren. So, da haben wir nochmal alles auf Zeiten, dass wir mal alles. Ich geb die Box auf der Regie. Regie! Danke! Ich kann euch alle nur eins raten, Alter. Wir werden das Schiff noch so schnell wie möglich verlassen müssen. Ja, also, aber das ist ja wurscht. Alle eure Sachen in die Lounge ist erst wieder morgen betreten, wenn ich überhaupt. Ja, Jason, weil ich muss gleich rauf, und ich gleich rauf. Ich mach heute unseren Burger. Bist du auch? Ohne anderen, der Bambana oder irgendwer geht. Was macht der da, Alter? Was reitet der den Sattel an? Du hast die ganze Vorrichtung da. Also so, ich möchte jetzt noch eine Sache sagen. Ja, das ist doch weg. Wir haben jetzt noch eine Sache, und zwar, diese Woche, also die kommende Woche, wird von Dax Factory und von mir, ihr werdet am 24. Dezember, werdet ihr die Stream-Highlights von heute noch online gestellt kriegen. Alter, das wird ein Neujahr, was das, ist das alles, was heute online war, wird dann noch auf YouTube zum Sehen ja, sein. Ja, sicher. Dann 25. Video. Ja, Alter, das können wir nur zu zweit machen. 25. Freitag kommt noch ein Video auf meinem Kanal. Jawohl, am 25. Dezember nochmal ein Video, das heißt nicht nur am 24., sondern am nächsten Tag auch noch. Zwar ist das letzte richtige Video von heuer, wir bauen für das neue Projekt Blueprint die Scheinbremsen um. Jawohl. Auf ein Sternfolgen und dann, was noch kommen wird, am 30.12. des Jahres Rückblicksvideo, was wir heute am Anfang vom Stream gesehen haben. Ja, so, mega, Alter, genau. Mega. Ja, und wo sind jetzt wieder alle? Alle sind wieder alle weggerannt. Ochsofen! Ochsofen, die Sonne!
Ja, Alter, was ist denn das jetzt für ein blöder Schluss? Ich weiß nicht. Ja, wieder typisch Mofa. Immer nur die Mofa, diese blöden Mopetten, die gängen einfach nie. Das ist immer derselbe Scheiß mit dem Dreck. Ich hab mich schon so viel ärgern müssen in Amerika drüben. Damals wollte ich gerade rumfahren mit meiner Maxi einkaufen zum Supermarkt, ein paar Donuts kaufen. Was ist, springt mir die Dreckskraxen auch wieder nicht an. Immer das Gleiche, gell? Aber ja, ihr wisst, das gehört ja immer so dazu, gell? Wie oft ist es euch eigentlich gegangen, so dass die Dreck nicht aufgesprungen ist? Ja, uhuhu! Ja, und jetzt wird er noch heiß werden! Ja, jetzt geht's los! Tschüss, pfiat euch, gute Nacht, bis übermorgen!